eine Einleitung machen hier für das Video? Kannst du die nicht abtippen und dann so vorsprechen lassen? Kannst du das nicht mit einer KI machen heutzutage? Hallo, ich bin der Rapper Finch. Wir hatten ja so ein Gewinnspiel bei uns, wo wir Lose verlost haben, wo man eine Simson gewinnen kann. Auf der Seite von MZ hat einer gewonnen. Und die ganzen Erlöse von den ganzen, wie sagt man, von dem Gewinnspiel, das spenden wir dann da. Jetzt so an so eine Organisation, das ist so eine Werkstatt von so einem Herr, der sich mit Jugendlichen zusammen an alte Ostmopeds ranschraubt und so. Ja, für die so ein bisschen so ein Halt ist, so wisst ihr, haben sie was zu tun. Machen sie keine Scheiße auf der Straße, so wie du. Dafür fährt, finde ich natürlich auch, quer durch Deutschland. Gar kein Problem für mich. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Schatz da für mich. Deswegen bin ich eigentlich nur hier, den Moped klauen. Hatten wir schon mal einen Auftritt hier? Reisenach? Nee. Ist hier Erfurt in der Nähe? Ja. Da hat Nick schon Auftritte. Zwei also ja schon. Wir müssen auch Erfurt mal wieder mit drin nehmen. Ich habe ja auch mal wieder Lust, in Thüringen zu spielen. Es gibt eine große Halle hier so, da diese Erfurt-Halle heißt sie so. Super. In der Wildnis. Das ist jetzt, nachdem ich jetzt schon ihre Scheine gefangen habe, habe ich jetzt einen 4-Sterne-Schlumpf gefangen. Digga, ich bin glücklich, Alter. Aber kriegt man noch welche oder ist schon schwierig? Ist schwierig, also ist ein Christ, aber Schau es ist, von der so ist es einfach teuer. Ja. Hier drin haben wir quasi die Werkstatt. Ja, die wollen alle irgendwie tun, wa? Also alle Zylinder aufbohren und genau. So. Aber es ist halt, passiert was, egal ob sie schuld oder nicht schuld sind. Versicherungsfeindlich nicht. Ganz genau, das ist halt das, ist halt das Traurige. Bei den Kids ist der immer wichtig, weil sie sind schneller, aber da sollen sie sich halt einen richtigen Motorradführerschein machen, Motorrad, ein richtiges Motorrad holen. Ich finde der Originalzustand auch immer geiler als so. Das ist auch jetzt die Angst, weißt du, dass irgendwann mal die so kaputt getunt sind, also die werden ihre Mopeds nicht in den Keller stellen oder in den Speicher und die Enkelchen werden die mal raus. Mhm. Also das wird quasi so ein bisschen das Ende aus. Naja. Das zum Beispiel, das ist auch ein Kunde, der hat eigentlich eine Betreuerin, ist in so einem Behindertenheim drin und da machen wir halt immer mal ein bisschen was an dem Moped. Jede Werkstatt schickt den nach Hause. Mhm. Das ist alles so mit dem Kloppi hier so ungefähr. Ne, du hast du auch mal gehört? Ja, ja. Ja. Und das Verrückte ist hier, du hast einen Umschalter dran und damit kannst du die Drehrichtung vom Motor ändern. Das heißt, das ist das einzige Ding, was auch rückwärts fahren kann. Ja, ja, genau. Das ist ja der Vorteil. Du hast ja einen Wendekreis wie bei so einem Schlenkerbus. Ja. Das ist ja eigentlich für jemanden, der körperlich nicht kann, total bekloppt. Wenn er es nicht geschafft hat, hat er es nicht geschafft. Ne? Ja, du musst das überlegen, wo du hinfährst. Genau. Das soll irgendwann mal unser Maschinenmuseum werden. Das ist quasi alles noch alte, konventionelle Technik. Ne? Und wir wollen die Kinderchen halt auch da dran. Trabant brauchst du auch, oder? Na, den haben wir uns jetzt rangeholt. Das soll so das, ja, der Vereinstrabier werden. Als Picker. Aber das ist da hinten nicht. Ja, das ist China-Knaller. Ich will das auch gar nicht haben. Also, das ist nur ein guter Kumpel gewesen, ich sagte, ich guck mal drüber. Kommst du von hier? Ja, ja. Ich wohne jetzt hier seit 59 Jahren. In Schweiner? In Schweiner. Aber du kannst halt alles machen. Ne? Du hast einen schönen Sommer hier, du hast einen schönen Winter hier. Ne? Also ich bin begeisterter Schweiner. Ah, die haben die für euch hergestellt oder machen die? Machen die. Ne? Aber du nutzt halt, dass die einen finden. Ne? Weil die ist schon ganz ordentlich, die war hier ziemlich dünn gewesen. Ah. Weißt du? Also wir bespielen quasi Technik. Ne? Wir machen keine Kunstkultur, uns erweisen Pumppapier oder so und nehmen es wieder zusammen. Wir machen Technik und wollen quasi den Kindern und den Jugendlichen Lust auf Handwerk machen. Weißt du? Ich habe schon ein Modell drüben gesehen, da stand mein Name drauf. War schon dreckig. Kannst du mal probieren mit uns. Ich bin noch nie mit so einem Ding gefahren, aber ja, gerne. Du musst halt nur ein bisschen Gefühl im Fingerchen haben, ne? Hab ich nicht. Wie lange hält der Akku? Oh ja, 1,5 Stunden. Aber die meisten haben schon 2 Stunden. Übergabe. Wird man für uns alle sprechen, war sehr erfolgreich. Wir hatten was vor, wir wollten euch unterstützen, euren Verein unterstützen. Heiko, wir hatten ein paar Gespräche vorab und wir waren uns allesamt sicher, dass das das richtige Ziel ist, die Summe, die wir da einspielen, hier abzugeben. Ta-tü-ta-ta. Und ich würde als Finch nochmal aufrunden, wir machen aus 18.000, 20.000. Wow! Oh,
Maiko, es ist alles auf deinem Mist gewachsen. Ja. Alles auf deinem Mist. Ja. Und auf deinem Mist. Auch. Wir haben mal was gehört von Shian, dass du da so einen Wunsch hast. Ein Wunsch, ja. Hat drei Buchstaben, fängt mit D an, ne? Richtig. Warum liegt der Bausatz hier? Also, ja. Wir haben natürlich gedacht, eine Duo, die wir dir gerne schenken möchten, muss natürlich vorher erstmal hierher und muss von Falco und von den Jugendlichen vom Verein aufgebaut werden und richtig flott gemacht werden. Und genau das ist das nächste Projekt. Ja. Also das lassen wir heute hier und das kommt dann zum nächsten Mal. Geil, danke. Das Jugendprojekt zur Reisen, Abfahrt 4-1. Ne? Also der Bezug zu dir, ja. Und 4-1, weil die Duo ist ja Nummer 4-1. Ja, ja. Ne? Und ich will das mit Jugendlichen machen, die zum einen eine körperliche Einschränkung haben, aber auch mit Jugendlichen zusammen, die körperlich gut drauf sind. Mhm. Weißt du? Die Kids, da will natürlich jetzt jeder, ich will beim Finch-Projekt dabei sein. Ne? Oder? Verständlich, ja. Lache, gut gelaunt. Der Fabian. Hallo. War der Rapper cool. Pokémon. Da haben die noch geilen Scheiß gemacht. Coolen Scheiß gemacht. Wir werden euch immer mal eine Mail schicken über, sehr gerne. Ne, was sehr der gerne. Aktuelle Stand ist. Sehr, sehr gerne, ja. Alles klar, vielen Dank. Jo. Dankeschön nochmal. Schön, dass du da warst. Bleib gesund, gell? Ciao, ciao. Macht's gut. Boah, ey, hier sind so viele Anschnaller. Ich sehe mir an den Boden. Ich hätte das kein Schönes. Fahr nicht den Trabi um hier. Ja. So, Freunde, wir waren heute in Schweiner bei Falco und bei seiner Schrauberwerkstatt. Haben dort unsere Spende abgegeben von unserer Aktion, die wir gemeinsam mit MZA gemacht haben. MZA hilft, dass Simson weiter überleben kann, dass Teile weiterhin am Start sind. Und der Falco hilft mit seiner Werkstatt den Jugendlichen, die es nicht so leicht haben und dass sie ein bisschen was zu tun haben, ein bisschen rumschrauben können. Und ich glaube, wir haben heute was Gutes getan, beziehungsweise ihr habt was Gutes getan, denn ihr habt ja mitgeholfen, indem ihr die Sticker damals gekauft habt. So, und wer das Video jetzt gesehen hat und damals vielleicht nicht bei der Spendenaktion mitgemacht hat, weil er es nicht mitbekommen hat oder wie auch immer und Bock hat jetzt zu unterstützen, wir haben Informationen unten im Infotext und da könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken und könnt natürlich auch den Falco auch noch ein bisschen unterstützen, weil ich denke, das ist eine ganz gute Sache und da hilft auch jeder Euro, alles für die Jugendlichen. Also, Dankeschön.